Anonymes Telefonieren für Einwanderer. Nach Aussagen von Polizeikräften in Österreich erhalten Migranten bei sogenannten Erstaufnahmegesprächen mit Behörden kostenfreie Smartphones inklusive SIM-Karten ohne Vorlage von Ausweispapieren oder Kontodaten. Auch der deutsche Handykartenanbieter Yourphone verschenkte im Oktober 2015 50.000 aufgeladene SIM-Karten an Migranten ohne namentliche Registrierung. Aus Sicherheitsgründen werden Mobilfunkkarten in Deutschland jedoch in aller Regel nur personalisiert ausgegeben. Dennoch hat die Bundesnetzagentur hierfür eine Ausnahme genehmigt. Das ist mehr als verwunderlich, da erst im Oktober 2015 die Vorratsdatenspeicherung per Gesetz wieder eingeführt wurde, angeblich um Terroristen zu identifizieren. Es wird befürchtet, dass sich in die Flüchtlingsströme Terrorgruppen wie zum Beispiel Mitglieder des Islamischen Staates untermischen könnten. Solche vermuteten Terrornetzwerke erhalten nun durch diese eigenartigen Geschenkaktionen die Möglichkeit, anonym zu telefonieren. Eine mächtige Lücke in der Vorratsdatenspeicherung. Das lässt den Eindruck aufkommen, dass diese gar nicht primär der Terrorbekämpfung dienen soll. Guten Abend und herzlich willkommen im Studio Augsburg zu unserer heutigen Sendung mit dem Thema Terrorbekämpfung als Vorwand. Von der Öffentlichkeit bislang völlig unbemerkt soll der Begleittext des umstrittenen Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus, TBEG, abgeändert werden. Öffentlich geäußerte Kritik an der deutschen Bundesregierung macht Bürger künftig zu Terrorverdächtigen, die jederzeit insgeheim legal überwacht werden dürfen. Wer Menschen gegen die Regierung aufstachelt, ist künftig ein Terrorverdächtiger. So steht es im Regierungsentwurf für die Verlängerung der Befugnisse aus dem Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Unter dem Begriff des Aufstachelns werden im Gegensatz zu früher jetzt auch friedliche Protestformen erfasst und in die Nähe des Terrorismus gerückt. Beispielsweise das bloße Befürworten von Aktionen, Sitzblockaden und journalistischen Kommentaren mit einer unterstellten geistigen Wirkung. Über unsere Politik, die uns immer mehr überwacht, ohne dass es die Mehrheit mitbekommt, machte Udo Ulfkotte folgenden Ausspruch: Politik ist die Kunst, die Bevölkerung so schnell über den Tisch zu ziehen, dass die Menschen denken, die dabei entstandene Reibungshitze sei Nestwärme. Mit diesem zum Nachdenken anregenden Zitat verabschiedet sich das Team von Klagemauer TV und wünscht Ihnen noch einen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. EU plant totale Zensur des Internets. Die EU plant die totale Kontrolle des Internets mit einschneidenden Zensurmaßnahmen für unliebsame Inhalte. Was der unbescholtene Bürger niemals für möglich gehalten hätte, soll mit dem Projekt Clean IT nun umgesetzt werden. Nach einem neuen Maßnahmenpapier, welche der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights, EDRI, zugespielt wurde, sieht Clean IT vor, dass kritische Inhalte ohne weiteres gesperrt werden können und die gesamte Internetkommunikation überwacht werden soll. Die anonyme Nutzung des Netzes soll verboten werden und alle Kommunikation im Internet soll von Unternehmen überwacht werden. Auch legale Inhalte sollen entfernt werden dürfen, zitiert EDRI aus dem Papier im September 2012. In dem zeitlichen Fahrplan ist festgelegt, wann die Gesetzgeber welche Rahmenbedingungen schaffen sollten, um die Vorgehensweise von Clean IT zu legitimieren. Hier empfiehlt also eine Expertengruppe das Anlegen eines bewussten Hinterhaltes, mit dem politisch unliebsame Gegner in naher Zukunft gesetzlich legitimiert mundtot gemacht werden können. Bei dem Vorgehen wird dabei ganz auf Salamitaktik gesetzt. Zunächst soll ein Meldeknopf im Internetbrowser eingerichtet werden, über den jeder Bürger, also nicht die Justiz, terroristische oder extremistische Inhalte melden kann.
Danach sollen die Provider sich freiwillige Zensurmaßnahmen auferlegen und zuletzt soll sogar die bloße Verlinkung mit verbotenen Inhalten strafbar werden. George Orwells Fantasie verblasst neben solchen Plänen. Er sagte einmal, falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten auch das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen, darüber, ob das nun notwendig ist oder nicht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Man darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf den Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.